Leute, und willkommen zurück zu Spellstone. Wow, nice. Gestern hatten wir das Solo Clash Event Endergebnis. Wer es nicht gesehen hat, schaut mal vorbei. Und den Kistencheck. Danach gab es ja nichts Neues. Es ist bei mir gerade nämlich 15 Uhr, kurz vor 16 Uhr. Ich nehme das Video vorab auf. Im Event hier habe ich jetzt nur Autoplay gespielt. Hat mich jetzt nicht wirklich interessiert, denn ihr wisst, ich bin kein Froschfreund. Nur mit Autoplay 107, mit meinem ganz normalen Standarddeck, ist okay. Ist okay, war nur Autoplay. Wie gesagt, hat mich jetzt nicht so interessiert. Was wir aber nun machen ist, okay, erstmal hier ein Kampf, ich bin schon voll. Meine Fresse. Erstmal schnell ein Kämpfchen und dann gehen wir heute in die Arena, um zu sehen, ob das Deck auch in Arena funktioniert. Und ganz wichtig, ich habe den Helden nun genommen. Ich habe ihn getauscht. Ich liebe zwar den anderen Helden mit den zweimal Blitz, aber das Abschöpfen mit den Doppelschlagkarten ist schon krass. Ihr dürft nicht vergessen, er gibt einer Karte Abschöpfen 3 und verbessert das Abschöpfen dann auch noch. Das heißt, er gibt einer Random-Karte von euch Abschöpfen 5. Und das ist schon mega nice. Er verbessert auch das Abschöpfen von meinem Vogel. Das ist mir auch wichtig. Und ja, okay, wir machen noch ein Kämpfchen. Habe ich ein bisschen Zeit. Nö, ich spiele mal die Karte übrigens zuerst. Und dann schaue ich mal, was der Gegner macht. Okay, der spielt Lackfrosche. Könnte es sein, dass der noch im Event-Deck ist. Ihr seht aber auch, ein Lackfrosch geht mir am Arsch vorbei. Und das Spiel ist schon lange wieder gewonnen. Es ist schon lange GG. Der Gegner kann nichts mehr tun. Und ich mag das sehr. Aber wie gesagt, ob das in der Arena jetzt weiterhin funktioniert, ist die Frage. Denn, ich nehme mich auf. Ja. Denn, welche Startkarten ziehen wir? Aber erstmal, bevor wir in der Arena weiterzocken hier, öffnen wir Kisten. 53, ja, ein bisschen skippt schon ein paar. 200, das ist sehr schön, wir können ziehen. Wir können ziehen. Und was ist in der Rubinkiste? In der Ruby Chest? Wahrscheinlich nur Müll. Oh, ein komplettes Epic Pack. Nehmen wir mit. Aber erstmal ziehen wir kurz aus der Kiste. Aus der Goblin-Kiste, denn wir wollen natürlich weitere von diesen Karten und maybe auch den. Er ist noch immer nicht in meinem Deck. Bin noch unschlüssig, aber wir ziehen einfach mal. Nee. Der reizt mich leider überhaupt nicht. In der Steam-Version übrigens noch immer kein Bildchen. Spellstone for the win. Aber ja, okay. Wir haben den gezogen, was soll's. Jetzt gehen wir aber ab in die Arena. Jetzt wird's hart, Leute. Jetzt geht's ab. Ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe, ich habe Autoplay aus. Ja, ich habe es eigentlich aus. Bin ich ready? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich habe ein bisschen Schiss. Mal sehen, ob das Deck hier auch funktioniert. Okay, wir beginnen. Und wir haben immerhin einen Sparkcaster. Wenigstens irgendwas Langsames mit Vergeltung. Er wird uns jetzt aber hart blitzen die ganze Zeit. Der wird die vier Runden auf jeden Fall nicht überleben. Und ja, mal sehen. Das Problem bei ihm ist, er ist Ether. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel den sofort spielen. Okay, entweder ist der free to play oder ich weiß nicht. Die Karte wurde natürlich gebufft. Hat jetzt mehr Mächtigen, mehr Vergiften und so weiter. Ist schon eine gute Karte geworden. Und... oh, er hat die Nullverzögerungskarte. Super. Die rate ich euch auch zu zocken. Und jetzt haben wir das Problem nämlich, wir haben keinen Doppelschlag. Wir haben keinen Doppelschlag. Er hat uns geschwächt um 5. Das heißt, er kann keinen Doppelschlag ausführen. Ist fies. Ist fies. Und er könnte jetzt den ermächtigen. Hat er zum Glück nicht. Okay. Aber er hat uns schon wieder geschwächt. Diese Schwächenkarte ist echt nicht schlecht. Wir können schon wieder nicht Doppelschlag einsetzen, aber wir haben trotzdem den Goblin-BG eingesetzt. Puh, zum Glück. Er kann uns aber nun fast wegblitzen, schon die erste Karte. Ist natürlich auch nervig, aber wir werden uns auch abschöpfen nun. Außer als eine hohe Vergeltungskarte dann nicht. Unser Start war schon gut mit der Vergeltungskarte, das war perfekt. Wir haben auch Skiller nachgezogen, auch nicht schlecht. Jetzt werden wir aber erstmal bei unseren schnellen Karten natürlich bleiben. Abschöpfen hat es leider die Karte bekommen, die Full Life hat. Aber ihr seht, Abschöpfen 5. War jetzt natürlich saudumm, denn jetzt ist die erste Karte tot. Aber, ja, was soll's. Aber wie ihr gesehen habt, die Free-to-Play-Karte mit null Verzögerung und Schwächen ist echt gut gegen Doppelschlagkarten. Ich will das jetzt aber nicht ins Deck reinnehmen, denn ich will an dem Deck nichts rum ändern. Wirklich nicht. Und warum ich den drin habe, haben auch ein Manke gefragt. Leute, verhexen alle 1, Blitz alle 5, der knallt das alles weg. Das Problem war nämlich mit der Eule, sie stirbt zu schnell.
Und der Typ hier hat anscheinend aufgegeben, aber Leute, könnt ihr einfach das Spiel beenden oder irgendwas? Und du bist jetzt eh schon im Arsch, aber trotzdem, ne? Muss das sein? Na, er hat noch immer Leben. Okay, das Autoplay ist ja schon. Warum spielen die Leute nicht fertig? Verstehe ich nicht. Ladevorgang fehlgeschlagen. Das kennen wir auch schon. Mhm. Mhm. Das heißt, er hat die App wahrscheinlich geschlossen. Und tschüss, ne? Necromancers. Wir fangen nicht an. Jetzt bin ich gespannt, was wir für eine Karten auf der Starthand haben. Das wird nämlich gleich über Sieg und Niederlage entscheiden. Er hat einen Vulkanus. Wir haben Vulkanus. Perfekt. Ich wollte hier auf jeden Fall keine Doppelschlagkarte legen. Jetzt kann er aber eine Doppelschlagkarte legen. Ist jetzt auch nicht so geil. Aber ich will jetzt echt keine Karte opfern. In den Vulkanus rein. Ich bete, dass er jetzt keine Doppelschlagkarte legt. Sehr schön. Ist aber auch krasser Counter. Emberheit. Wir werden aber... Er hat auch Regeneration, ne? Ich überlege. Emberheit 10. Ja, ich muss. Ich muss irgendwie Schaden raushauen, sonst wird die Karte uns komplett zerstören. Er hat halt einen perfekten Start. Das Glück hätte ich auch mal gern. Wenn es noch eine langsame Karte kommt... Ja, wir sind im Arsch. Okay. Wir sind im Arsch. Wir werden jetzt versuchen, irgendwie möglichst viel Damage rauszuknallen. Ah, das reicht nicht. Er heilt sich ja auch die ganze Zeit, dürft ihr nicht vergessen. Und ja. Und wie ich schon euch gesagt, dann kann man auch... Oh, jetzt hat auch noch diese Karte. Jetzt wurden wir geschwächt, Leute. Oh, der hat eine echt super Starthand. Ich hoffe, wir können es irgendwie noch ausbügeln. Wir versengen zwar die Gegner die ganze Zeit mit Vulkanus und mit der... Also, das haben wir hier gar nicht. Mit Vulkanus. Okay, ich muss Speed machen. Ich versuche mein Glück. Das kann jetzt auch komplett in die Hose gehen. Oh Gott. Oh Gott, perfekt. Perfekt. Nice. Das war schön. Er hatte zwar einen super Start mit den ganzen Vergeltungskarten. Hat uns ziemlich wehgetan, aber nun sollten wir ihn schon down haben. Die erste Karte steht jetzt auch. Der zweiten sterben nicht mal wir dran, aber durch die Versenkung gleich. Ja. Aber was soll er noch tun, ne? Die ist jetzt auch gleich down. Dank Vulkanus. 12 Attack. Und sonst gibt es halt noch ein Goblin-Blitzchen. Und wie gesagt, die Karte hier, Abschalt für 16, das wird auch vom Helden verbessert. Ist schon ein bisschen krass. Und ja, jetzt fliegen nochmal die Goblin-Bomben und GG. Nice. Er hat einen super Start, aber wir haben es gut gedreht. Puh. Gott, zwei Siege. Jetzt kommt hier eine fette Niederlage. Elemental Fang. Aber ja, der Start ist jetzt nicht so geil. Ich lege aber eine Karte mit Unsichtbarkeit zumindest. Aber leider keine Vergeltung, gar nichts. Könnte schwierig werden. Bin gespannt, was er legt. Ich bin echt gespannt. Er kann jetzt natürlich eine langsame Karte legen oder eine schnelle. Er hat beide Möglichkeiten. Er legt einen... What the fuck? Okay, Shadow Flame kann man machen. Ich versuche jetzt aber, die Karte, die kommt ja gleich dran. Und dann die hier nachzuwerfen. Und möglichst viel Damage jetzt rauszuknallen. Und beten. Beten. Er hat eine Elementarkarte. Das ist kein Goblin. Er schießt nun keine Blitze rum. Oh, sehr schön. Jetzt die Karte und jetzt versuchen wir irgendwie Shadow Flame down zu kriegen. Ah, ne. Die falschen geblitzt. Oh, egal. Shadow Flame. Hat jetzt zwar Blitz und Blitz alle mit Verhexen. Wen verhext er, ist die Frage. Wir haben Unsichtbarkeit. Er hat keinen Goblin BG. Er hat keine 3000 Bomben. Das heißt, wir sollten eigentlich mit der Unsichtbarkeit, ja, locker überleben. Und nun kriegen wir jetzt endlich Shadow Flame weg. Falsch geblitzt? Ne. Schade. So knapp. Ein Leben, fünf Leben, falsch geblitzt. Jetzt ist er leider dran mit Blitz 8. Und seinen Goblin-Bomben. Das kann jetzt schlecht ausgehen. Nur weil wir jetzt Shadow Flame nicht down hatten. Das ist schon krass. Aber nun ist Shadow Flame down. Wir schöpfen uns richtig hart ab. Wieder 25 Leben, hauen einen Doppelschlag rein und das war's schon. GG. Er hat's auch gemerkt. Krass. Ich sollte immer nur Arena mit euch spielen, Leute. Es sollte echt nur mit euch Arena spielen. Funktioniert immer am besten. Ob wir den letzten Kampf jetzt auch noch gewinnen, also ob wir jetzt direkt unsere vierte Kiste holen, mal sehen. Ich würde schon gerne die vier Kisten in dieser Folge auf jeden Fall holen. Ist noch jemand bereit, sich gegen den Versen anzulegen? Wahrscheinlich verlieren wir jetzt gegen Bronze 1 oder so. Man kann immer Pech haben. Man kann auch 3 Jahre nach dem Gegner suchen, das können wir auch machen. Jo, wir haben ja Zeit, ne? Wir sind ja nicht, ne? Okay.
Perfekt. Skiller Start, hinlegen. Ach, genießen. Oh, er spielt auf Autoplay. Er spielt auf Autoplay. Nicht absichtlich, also absichtlich. Okay. Wenn er Autoplay spielt, könnte das easy werden. Wir müssen nur aufpassen, dass bloß nicht irgendwie Solaron drankommt. Dann haben wir gleich ein Problem. Ja, ist weg. Er ist versenkt worden. Sehr schön. Der Drachen-BG ist hier auch am Start bei den zwei. Darf man nicht vergessen. Jetzt noch der weg. Ja, sehr schön. Schade, dass er Autoplay spielt, aber ja, den haben, hätten wir sowieso. Schade. Schade. Der will nicht, ne? Der will halt nicht. Also mach immer gemein gegen Goldspieler, ne? Gegen Goldspieler. Ich verstehe, dass Goldspieler Autoplay spielen. Trotzdem schade, ne? Und wir sind jetzt im Balken hier kaum weitergekommen. Ha. Schade, schade. Aber ich würde jetzt auch sagen, noch eine machen wir nicht. Wir gehen jetzt nämlich einfach weiter zu den Kopfgeldern. Wir haben unsere vier Kisten geholt. Und jetzt gehen wir mal ab zu den Kopfgeldern. Oh, gut, gut. Puh. Gut, dass ich Vulkan als erstes gespielt habe. Nein, der... Wie viel Glück muss man haben, dass der Gegner die höchsten Vergeltungskarten direkt zu Beginn zieht? Und jetzt noch Atlas. Ja, klar. Das kann nicht nur Glück sein. Da muss auch Spells dann die Finger mit drin haben, dass das so passiert. Aber ich wüsste nicht, was uns nun aufhalten sollte. Vor allem Atlas bekommt immer mehr Versengen. Und Crash könnte drankommen, dank der Lebensrune. Ja. Oh, nein, sehr schön weggeblitzt. Nochmal. Jetzt werden wir aber eingefroren. Aber nur einer. Okay, das ist schon. Ja, nice. GG. Ist egal, was ich am letzten Ende hinlege. Und tschüss. Viele Freeze-Karten. Ich habe mir auch schon oft gedacht, Freeze ist super, ne? Aber... ich weiß ja nicht so recht. Ist der im Engel-BG hängen geblieben? Ist immer die große Frage. Ist er hängen geblieben? Looks like. Wir werden es gleich sehen. Jetzt müssen wir schnell töten. Den kriegen wir aber down. Ja, sehr schön. Ein Raptor kann uns nämlich easy hart wegballern. Mit seinem ständigen Ermächtigen. Ich hoffe auch die erste Karte. Ja, die sollte auch... Nein, mit einem Leben! Was habt ihr heute für ein Glück? Mit einem Leben. Aber den haben wir auch schon down. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei, brauchen wir uns gar nicht mehr ansehen. Oh, sag ich hier doch noch, schön. Regenerate Corrosive Berserk. Hat der jetzt vor kurzem erst aufgehört zu spielen? Das ist traurig. Das ist traurig. Der spielt sich schon ewig nicht mehr. Der hat nämlich noch immer den Helden. Oder? Oder? Er hat noch immer den... Es macht aber keinen Sinn, den Helden mitzunehmen. Oh, okay, der hat schon aufgehört. Der hat schon aufgehört. Schade. Ständig trifft man halt in Kopfgeldern oder in Events auf Leute, die nicht mehr spielen. Das ist immer traurig, dass man halt überhaupt auf die treffen kann. Ne? Wäre besser, wenn sie die verstecken würden oder so, ne? Versuchen wir mit Skiller zuerst. Sicher ist sicher. Dann den... Bauen uns mal... Oh, jetzt kriegen wir aber Hard Damage. Ja. Nicht gut. Nicht gut. Oh, fuck. Immerhin einen gefreezed, einen down, perfekt. Das war super. Oh, Vergeltung 10. Der hat so viele Vergeltungskarten, aber... nicht aber. Er hat verdammt viele Vergeltungskarten. Vor allem die Gobalista finde ich eh ganz gut. Sehr schön gefreezed. Das war perfekt. Können aber gerade nichts tun, außer diesen ersten zu töten. Noch eine Gobalista. Okay, das ist einfach nur ein Gobalista-Deck. Harte Doppelschlag, B3-Jahr. Jetzt muss ich mein Glück versuchen und die zwei reinnehmen. Blitz bitte richtig. Nein, blitzt er nicht. Aber der ist down. Sehr schön. Oh, der hat den auch down bekommen. Boah, der hat ein schweres Deck. Crash an der Reihe, blitzt uns jetzt hart. Oh Gott, Vulkan ist auch noch. Oh Gott, was ist da los? Das ist nicht gut. Gott, noch ein Crash. Was spielt denn der für ein langsames Deck eigentlich? Okay, der ist auch down. Der brutzelt weg. Er spielt meiner Meinung nach... der Snow Mochi spielt meiner Meinung nach ein viel zu langsames Deck. Okay. Wir haben hier 190.000 Punkte erreicht. Also es wird ziemlich schwer, jemals noch auf Rang 17 abzufallen. Das kann ich euch ehrlich sagen. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. Hier, wenn ich die auf der Hand habe, starte ich immer damit. Da kann schon mal nicht schief gehen. Jetzt diese Karte hinterher und das Spiel ist vorbei. Es ist vorbei.
Ich wüsste nicht, was jetzt noch passieren soll, dass es schief geht. Ja, der ist gleich down. Weg ist er. Sehr schön. Die Karte stirbt auch gleich. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr, dass der Gegner noch gewinnen kann. Die erste stirbt jetzt. Vulkanus macht zwar hart Damage, aber pff, dann ignorieren wir erstmal. Doppelschlag, Blitz. Er hat noch 7 Leben. Das ist noch in der ersten Runde. Also er ist schon down, bevor ich irgendwas tun kann. Sehr schön. Ja. Wie gesagt, wenn ihr so einen Start habt, ihr seid mit Goblin-Karten, mit schnellen Goblin-Karten, so schnell im Vorteil. Das ist ein Wahnsinn. Wenn die erste Karte vom Gegner down ist und ihr zwei auf dem Feld habt, die aktiv sind, ist vorbei. GG. Mega nice. Okay, wir haben gesehen, das Deck funktioniert in der Arena und im Kopfgeldrang. Arena war jetzt leider, okay, ja, da waren zwei Goldspieler dabei, aber auch Platin. Und ja, wie gesagt, ich werde daran nichts mehr rumbauen. Und ich finde es einfach geil. Es funktioniert. Ich hätte, wie gesagt, noch einen vierten davon. Aber ich wüsste nicht mehr, was ich rausnehmen soll. Ich will da echt nichts mehr dran rummeckern, rumbasteln. Ich finde das super. Oh, wir können auch das Ding craften. Wir haben eine Epic-Rune, eine Epic-Pack gezogen aus der Rubin-Kiste. Ronin, ja, sehr schön. Aus dem Epic-Pack am Schluss noch eine Legend. Das ist ein schöner Tag. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und ja, haut auch gerne mal in die Kommentare, was spielt ihr so für Decks? Viel mehr Goblin, viel mehr Drachen oder nur mehr Vergeltungskarten, so wie der eine fast vorher. Der hat ja fast nur Vergeltungskarten gehabt. Meine Fresse. Ja, und sonst auch gerne Tipps an die Community in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Haut rein und ciao.